Schönen guten Abend. Wir begrüßen Sie ganz herzlich hier. Genau. Guten Abend. Ich sehe, dass Sie am Fächern sind, dass es heiß ist. Deswegen machen wir es ganz kurz. Wir bedanken uns ganz herzlich hier bei der Oberbürgermeisterin Frau Gabe-Bolz, bei unserer neuen Kulturamtsleiterin, bei Frau Nitsch vom Museum, überhaupt beim Team. Bitte was? Ah, da sind Sie. Eben hat sie da gestanden. Okay. Und wir freuen uns hier, das zweite Mal stehen zu dürfen. Wir waren vor 3 Jahren schon mal mit Elvira Bach hier. Und das ist ganz toll, dass wir wirklich auch sicherlich einen unserer großen Maler unseres Programmes hier heute zeigen dürfen. Was ganz besonders erfreulich ist, dass Herr Fußmann auch gleich einige Worte sagen möchte. Ich möchte aber nicht vergessen oder verpassen zu sagen, dass wir auch Unterstützung durchs Management hatten. Also alle Bilder gehören nicht der Galerie am Dom, sondern ein Teil, der hier mit eingeflossen ist. Ja, also wir haben das zwar mit organisiert, aber ein großer Teil ist auch vom Management von dem Herrn Engels, den ich jetzt gerade leider nicht sehe, der ist eben raus, vielleicht war es ihm auch zu heiß. So, ich quäle Sie nicht länger, ich übergebe einfach mal an Herrn Fußmann und freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Das dritte Mal, dass wir zusammenarbeiten dürfen. Bitte schön. Ja, es ist ziemlich heiß heute und ich bin froh, dass doch noch einige es geschafft haben, hier hinzukommen. Und ja, die Bilder, als ich hier hereinkam, dachte ich ja, Landschaften könnten auch dabei sein. Das ist eigentlich, und so ist man als Maler nur immer kritisch mit seinen eigenen Sachen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich zu Hause nie meine eigenen Bilder aufhänge, weil ich weiß, dass ich dann immer darauf herumbastle und weitermale. Also das geht nicht. Und so ist das auch bei einer Ausstellung. Aber ich bin doch froh, dass hier einige wirklich gute und sehr gute Aquarelle sind. Jetzt fragen Sie mich nicht, welche das sind. Das wäre ich sofort wieder überfordert. Und ich müsste auch zu viele aufzählen. Ja, das geht nicht. Also es ist jetzt die Zeit, dass jeder sich ein Bild vom Bild macht. Und ich hoffe, dass die Malerei genügend Ausstrahlung hat. Manche sagen Sprache, hat sie nicht. Aber sie kann Empfindungen vermitteln. Große Gefühle. Ich wünsche sie Ihnen. So. Ich darf vielleicht ganz kurz noch sagen, dass diese Broschüre, dass wir Ihnen die kostenlos zur Verfügung stellen, für die Bilder müssen wir einen kleinen Obolus verlangen. Tut mir leid. Ein Bild vom Bild machen, hat Herr Professor Fußmann gesagt. Das heißt übersetzt, die Ausstellung ist eröffnet.